Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter. Heute hier am Mittag natürlich wieder die Aussichten für die Mittelfrist und ein bisschen Spekulationsbereich. Wir schauen in die neue Woche rein. Es wird sich Großes tun bei der Wetterlage über Europa. Eine großräumige Wetterumstellung wird erfolgen. Wir schauen uns gleich natürlich mal an, was das für uns genau bedeuten wird. Zunächst will ich aber mal was zeigen, einen Rückblick. Und zwar bin ich gestern darauf gestoßen, auf einigen Kommentaren auch hier unter unseren Videos, dass es Ende April 1981 eine ganz markante Wetterlage gab. Und zwar sehen wir hier, ein Tiefdruckgebiet hat für eine Luftmassengrenze gesorgt. Etwas kurios und ungewöhnlich, dass Warmluft auf der Nordflanke dieses Tiefs herumgeholt wurde in den Norden und kältere Luftmassen in den Südwesten und Süden geweht sind. Und da hat es eine wirklich markante Luftmassengrenze gegeben. Wir sehen das an den Niederschlagsmengen hier, die sich in einem breiten Streifen so von Südwesten nach Osten erstreckt haben, mit recht verbreitet jedoch vielerorts dann 25 bis teils über 50 mm Niederschlag. Ja, und interessant ist, dass es auf der kalten Seite dann teilweise geschneit hat. Da sind nämlich mal die Schneehöhen dann vom 27.04.81. Und ganz besonders achtet man mal bitte auf die roten Werte hier im Bereich Saarland und Rheinland-Pfalz. Da hat es nämlich dann teilweise relativ weit runter sehr kräftig und durchgehend geschneit. Und das sind mal ein paar Schneehöhen von damals. Und insbesondere im Bereich Hunsrück-Hochwald, besonders so die höheren Lagen, da hat es teilweise um einen halben Meter Neuschnee gegeben in 24 bis 48 Stunden im Bereich der Luftmassengrenze. Ja, und ich habe mir sagen lassen, Leute aus der Region erzählen da heute noch von, denn die Bäume waren schon belaubt. Und dann hat es teilweise richtig markanten Schneebruch gegeben. Also Äste und Bäume sind unter der Schneelast zusammengebrochen. Ja, das waren wirklich markante Schneehöhen. Und ja, und wir sehen selbst Trier, Petrisberg, also teilweise relativ weit runter, hat es da große Schneemengen gegeben. Hier noch ein Bild, was ich gestern noch von Twitter gefunden habe. Hier von Christina sehen wir mal aus Hermeskeil hier. Da sieht man richtig, wie tief verschneit es war. Wie gesagt, in den Hochlagen rund um Hermeskeil auch teilweise um einen halben Meter Neuschnee, der da runtergekommen ist. Schon absolut ungewöhnlich natürlich für Ende April. Das mal zum kleinen Schneerückblick. Ja, nächste Woche Schnee wird kein Thema werden, aber wir schauen mal, was das genau bedeutet. Und Lars hat heute Morgen gesagt, er hat das Wochenende in seinem Video nur angerissen, mal kurz. Deswegen schauen wir da nochmal genauer schnell drauf auf das Wochenende. Ja, eine breite Tiefdruckzone wird uns am Wochenende beschäftigen mit insgesamt noch relativ kühlen Luftmassen. Ja, das heißt, das Wochenende wird doch häufiger nass werden und ziemlich unbeständig. So wird am Samstag ein Regengebiet sich aus Osten ausbreiten, kommt immer weiter voran, könnte im Tagesverlauf dann auch so Richtung Nachmittag Teile von Nordrhein-Westfalen erreichen. Am ehesten gibt es so einen Streifen dann im Vorfeld dieses Regengebietes, so vielleicht noch knapp vom Niederrhein und der Eifel, Rheinland-Pfalz und dann so rüber vielleicht noch so bis nach Südhessen, nördliches Baden-Württemberg, wo am ehesten nochmal die Sonne durchkommt. Ansonsten auch im Süden und Südwesten haben wir immer mal wieder Regenfälle. Also insgesamt vielerorts ein unbeständiger Tag. Und auch der Sonntag lässt dann noch viele Wolken zurück, Reste. Hier und da regnet es mal ein bisschen oder ein paar Schauer sind dabei. Also die Wolken überwiegen am Wochenende doch insgesamt deutlich. Wo dann mal die Sonne ein bisschen durchkommt, können wir die 15 Grad Marke nachmittags mal kratzen. Ansonsten wird es überwiegend aber nichts werden. Also das Wochenende, wir sehen schon, das Lieblingswort der vergangenen Tage und Wochen, eher unbeständig. Schauen wir jetzt aber, was sich nächste Woche tun wird, denn da erfolgt ja eine großräumige Umstellung der Wetterlage. Und wenn wir uns da einfach mal so Montag bis Mittwoch anschauen, was sich tut, sehen wir ganz gut, wie sich ein umfangreiches, sehr kräftiges, starkes und stabiles Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über Nordeuropa aufbauen wird. Und gleichzeitig haben wir eher so eine Tiefdruckzone zunächst über Südosteuropa, die sich immer mehr ausbreitet, auch so über weite Teile des Mittelmeerraums. Das sind hier so flache Tiefs, die zumindest mal Schauer und Gewitter dort bringen. Ja, und dann wird sich so die Lage einstellen, dass wir eben dann bis Mittwoch eine breite, kräftige Hochdruckzone haben und eine Tiefdruckzone südlich. Das heißt, eine klassische High-over-Low-Wetterlage. Das heißt, Hochdruck high im Norden, low im Süden sozusagen. Und dazwischen wird sich eine ziemlich stramme Ostströmung einstellen. Und die Wettermodelle tendierten ja immer mal so ein bisschen dahin. Das war ja das Gerangel, was sich einstellt, ob uns doch die warme Flanke dieses Hochdruckgebietes mal erreichen wird. Es geht jetzt immer mehr die Tendenz dahin, dass uns eher streng genommen noch verhältnismäßig kühle Luftmassen aus Osten erreichen. Allerdings jetzt um diese Jahreszeit erwärmen sich die Luftmassen schrittweise. Und das heißt, so richtig kalt wird das natürlich nicht
nicht mehr. Die Werte werden unter dem Hochdruckgebiet im Verlauf der Woche immer weiter ansteigen. Es gibt natürlich, wir müssen sagen, dass es natürlich eine Hochrandlage ist. Deswegen wird es anfangs eben mit der Nähe zu der Tiefdruckzone über Süd-Südosteuropa, vor allem wohl könnte es nach Osten und Südosten hin noch länger etwas unbeständiger bleiben und im Süden Deutschlands, während man natürlich vor allem im Norden und Nordwesten näher an dem Hoch ist und es hier insgesamt stabiler wird. Ja, und einmal muss ich es noch sagen, wirklich eine Ostwetterlage bis weit nach Westeuropa herüber. Ja, da würden Winterfans im Januar würden den Mund nicht mehr zukriegen. Das wäre eine richtige Hochwinterwetterlage. Weite Teile Europas würden gefrostet werden mit Dauerfrost, wenn wir diese Wetterlage im Januar hätten. Aber wir haben ja schon fast Mitte April. Nun ja, ich habe einen ersten Trend zusammengebaut und wir sehen mal so den groben Tendenz so für Montag bis Mittwoch jetzt mal. Und zwar wird es so sein, dass uns am Montag noch Reste eines Höhentiefs beschäftigen werden, tendenziell nach Osten und Süden mehr noch Schauer und dichtere Wolken. Und im Verlauf der Woche, ich bin mal eher lieber besser etwas pessimistischer gewesen. Ich habe ja gesagt, Hochrandlage ist immer so eine Sache. Es könnte sich ein bisschen ziehen, bis die letzten Schauer dann auch vor allem nach Osten und Südosten speziell die Gebiete von Bayern bis nach Sachsen nachlassen. Hier könnte es länger noch, zumindest leicht unbeständig mit einzelnen Schauern und mehr Wolken bleiben. Insgesamt sollte am meisten Sonnenschein, vor allem die Gebiete auch Schleswig-Holstein, Niedersachsen, ganz besonders auch an der Nordseeküste und dann teilweise bis nach NRW zunehmend rein. Da sollte es insgesamt am freundlichsten werden mit am meisten Sonnenschein. Ja, und die Temperaturen steigen langsam Tag für Tag an. Die 15-Grad-Marke wird immer häufiger überschritten. So am Mittwoch vielleicht dann auch, wo die Sonne am längsten durchkommt und auch so sogar im Nordwesten Niedersachsen könnten wir vielleicht dann schon knapp an die 20-Grad-Marke herankommen. Also wir sehen schon eine deutliche Änderung und ich habe es hingeschrieben, bitte bedenken, es ist ein recht strammer Ostwind, es ist insgesamt eben kontinentale Luft, die fühlt sich nicht so richtig warm an, also es ist kein richtiger Wärmeböller, der uns der nächste Woche bevorsteht. Immer dran denken, die Luft kommt aus Osten, es ist keine warme Südwestwetterlage, mit der wir es zu tun haben. Der Ostwind wird tagsüber teilweise mit Windböen um 50 km/h sogar pusten. Ja, wenn wir ein bisschen weiter schauen, und da bin ich jetzt natürlich mal, habe ich mir das Mittel des europäischen Wettermodells angeschaut, wo geht die Reise so ein bisschen in der zweiten Wochenhälfte hin? Und wenn wir uns die Höhenwetterkarte anschauen, ja, wir sehen da schon einen alten Bekannten, es deutet sich in der Höhenwetterkarte schon über Europa so ein bisschen eine Omega-Struktur an. So eine Omega-Wetterlage ist ja, wenn so ein Hochdruckgebiet, ein großer Höhenkeil sich erstreckt und der flankiert wird von jeweils zwei Tiefdruckgebieten und deswegen sagt man Omega-Wetterlage, wenn eben der Buchstabe Omega sich so ein bisschen abbildet in dieser Höhenwetterkarte. Was bedeutet das für uns? Wir müssen uns erstmal die großräumige Struktur anschauen, dass so im Bereich dieses Höhenkeils, im Bereich des Omegas, jetzt um diese Jahreszeit die Luftmasse immer wärmer wird. Wir haben keine negative Strahlungsbilanz mehr, das heißt im Winter wird es ja unter einem Hoch eher kälter, jetzt schon um die Jahreszeit wird es unter einem Hochdruckgebiet schrittweise von Tag zu Tag wärmer. So haben wir im Bereich des Omegas und vor allem an der Westflanke eher warme Luftmassen, zunehmend frühlingshaft mild bis warm. Allerdings sehen wir auch an der Ostflanke des Omegas, da macht sich schon wieder kältere Luft aus Nordosten auf den Weg weiter nach Süden. Also wir haben im Grunde eine kalte Flanke und eine warme Flanke. Wir können zusammenfassen, dass wir eher so dazwischen liegen, also weder im Bereich der super warmen Luftmassen noch im Bereich der richtig kalten Luftmassen, sondern eher so dazwischen. Das heißt insgesamt relativ mild, aber weiterhin nicht der ganz große Wärmeböller. Das heißt eben an die 25 Grad oder sogar mehr. Ja, das ist so ein bisschen der große Trend erstmal und viel weiter will ich da auch gar nicht schauen, denn ich habe mal geguckt, das Mittel, manchmal lassen sich Strukturen erkennen, aber da ist wirklich nichts Großes zu erkennen, keine klare Tendenz, deswegen warten wir mal lieber in der Woche jetzt auf den neuen ECMWF-Langfristtrend, ob es da ein paar Tendenzen gibt. Wir können also festhalten, für die nächste Woche, da will ich jetzt mal ein paar Trends zeigen. Zunächst hätte ich fast vergessen, wollte ich noch die Tageshöchstwerte einfach mal für den Donnerstag und den Freitag aus dem ECMWF einschieben und wir sehen hier aus dem europäischen Wettermodell, ja, wir sehen schon, die Luftmassen um diese Jahreszeit dann unter zunehmendem Hochdruckeinfluss im Bereich des Hochdruckkeils des Omegas, die werden schrittweise milder werden. Wir sehen schon dann am Donnerstag doch vielerorts so 15 bis teilweise 20 Grad am Rhein. Das ECMWF hat dann am Freitag so ein bisschen kühlere Luftmassen schon wieder in den Osten hereinkommen, an der Ostflanke dieses Omega-Hochs.
aber auch sonst am Rhein 20 Grad sind weiterhin drin. Wir sehen schon, eine deutliche Erwärmung zeichnet sich wohl ab nächste Woche, aber eben zögerlich und nicht die ganz große Wärme. Ich wollte ein paar Trends laufen lassen. Ich habe mal 4 Orte quer durch Deutschland herausgesucht, wo wir ganz gut für nächste Woche so den Trend sehen. Im Großen und Ganzen sind diese Trends relativ ähnlich, egal welchen Ort wir schauen. Interessant ist, wenn ihr jetzt mal darauf achtet, am Anfang, ich habe ja die nächste Woche mal gezeigt und Montag und Dienstag ist bei diesen 50 Lösungen noch unsicherer sogar als der Verlauf dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weil am Montag und Dienstag die Lösungen sogar noch ein bisschen weiter auseinandergehen. Das hängt damit zusammen, dass am Montag, Dienstag ja die deutliche Umstellung erfolgt und wie schnell es dann wirklich sonniger, wärmer, stabiler wird, das ist eben Montag, Dienstag bei dieser Umstellung, bei diesem Übergangsbereich noch ein bisschen unsicherer. Ganz klar können wir aber sagen, dass eben die Tendenz ist auf steigende Temperaturen nächste Woche. Wie gesagt, ich sag's nochmal, nicht die ganz große, super schnelle, rasche, deutliche Erwärmung, sondern schrittweise werden die Luftmassen milder werden und die 15-Grad-Marke wird relativ verbreitet überschritten. Und in der zweiten Wochenhälfte, ganz besonders sehen wir es auch hier für Köln, nähern wir uns immer mehr der 20-Grad-Marke an. Also wir sehen schon beispielsweise im Süden wird es wohl eher zäher werden, dass vor allem der Wochenbeginn noch eher unter 15 ist. Dann aber auch im Verlauf sehen wir für München durchaus Lösungen, die häufig auf 15 bis mal knapp 20 Grad gehen. Also deutliche Erwärmung nächste Woche ist weiterhin drin, aber eben mit verbreitet 20, 25 Grad, das ist wahrscheinlich erstmal noch nicht zu erwarten. Jetzt aber gut für heute. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Macht's gut, bis morgen und ciao.